Schönen guten Abend und willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Dieses Stück Straße raubte den Anwohnern an der A33 in der vergangenen Nacht den Schlaf. Denn der Standstreifen, der in einer Baustelle als Ausfallhilfsfahrbahn benutzt würde, hat einen sogenannten Rüttelasphalt und der macht ordentlich Lärm, wenn Autos drüber fahren. Ein Zuschauer hatte sich heute bei uns über den unerträglichen Lärm beschwert. Tja, aber ist doch schön, wenn man sich über normalen Autobahnlärm freuen kann. Es ist die schlimmste Tierseuche in Europa seit 30 Jahren, sagt der leitende Veterinär des Kreises Paderborn. Die Vogelgrippe betrifft fast alle Bundesländer und sorgt dafür, dass seit mittlerweile 3 Monaten alles Geflügel hier bei uns in der Region zwingend im Stall bleiben muss. Die Züchter dürfen keine lebenden Tiere mehr kaufen oder verkaufen und das kann einige von ihnen auf Dauer die Existenz kosten. Es ist eines der Society-Highlights in der Region jedes Jahr. Zum traditionellen Ladies-Lunch ins Hotel Gräflicher Park in Bad Riburg hatte heute bereits zum 10. Mal Gräfin Annabelle von Oeynhausen-Siersdorf geladen. Nicht nur zum Essen übrigens. Auch eine Modenschau mit einem besonderen, in Gütersloh geborenen Model gehörte zum Programm. Der Fleischproduzent Tönnies aus Reda-Wiedenbrück darf bis auf Weiteres nicht nach China exportieren. Das Land hat ein entsprechendes Verbot ausgesprochen. Die JVA Bielefeld klagte über zu wenig Platz für Häftlinge. Im vergangenen Jahr stieg vor allem die Zahl der Gefangenen aus dem arabischen Raum an. Die meisten Menschen sind absolute Gewohnheitstiere und tun sich dementsprechend schwer damit, Bewährtes zu ändern. Die Krankenkasse zum Beispiel haben viele ihr Leben lang, ohne sie jemals zu hinterfragen. In unserer Serie OWL Gesund sprechen wir deshalb heute darüber, warum Sie zumindest mal über einen Wechsel nachdenken sollten. Denn dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern es kann auch andere Vorteile haben. Das noch sein? Geld spielt sicherlich eine Rolle, aber nur eine ganz geringe, haben Sie gesagt. Ne? Ja, die also, Diskrepanzen sind da gar nicht genau, so groß. Nachteil dadurch, wenn ich immer von einer Kasse zur anderen. Nein, jetzt. Das könnte man machen. Machen weniger, aber manche werden wieder zurück, wenn es einem bei der neuen nicht gefällt. Das heißt, wenn wir wieder beim Gewohnheitstier Mensch sind, wenn man dann mutig war und sich für was Neues entschieden hat und merkt, irgendwie, es läuft doch nicht so, die alte nimmt einen dann auch wieder. Vielleicht noch mehr von unseren Zuschauern dann doch mal ins Auge fassen sollten. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio, Frau Schwenk. Die FDP Ostwestfalen-Lippe feiert heute Abend ihr 70-jähriges Bestehen. Ganz entspannt mit einem Grünkohlessen in Minden. Wir blicken aus diesem Grund nochmal zurück auf die Menschen, die in der Region hier in der FDP politisch in den vergangenen 70 Jahren etwas bewegt haben oder vielleicht in Zukunft noch bewegen wollen. Der bekannte Autor, Arzt, Moderator und Medizinkabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen tritt heute Abend in der Kamperhalle in Minden auf. Wir hatten diese Woche ja ein Meet and Greet für 2 Lokalzeit-Zuschauer verschenkt und gewonnen haben Ulla und Dieter Kortmann aus Delbrück. Die beiden sind jetzt gleich bei unserer Reporterin Sarah von Behren. Die ist nämlich heute Abend für uns live dabei. Sarah, habt ihr Eckart von Hirschhausen denn schon getroffen? Ja, der ist, glaube ich, sowieso irgendwie ein bisschen anders, als man gedacht hat. Dankeschön, Sarah von Behren, live aus Minden. Und aus Minden kommt auch unsere Zuschauerin Ulrike Busse. Sie hat uns zum Wetter ein Foto der alten Eisenbahnbrücke in Porta Westfalica gemeldet. Ein schönes Foto, ganz herzlichen Dank dafür. Und hier kommt dann auch schon der Wetterbericht. Richtung Wochenende wird es dann wieder etwas schöner. Das war sie, Ihre wunderschöne Lokalzeit am Donnerstagabend. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Hier geht es jetzt wieder weiter mit der Tagesschau, wie immer. Und ich möchte Ihnen gerne nochmal unsere Internetseite ans Herz legen. Unter lokalzeitowl.wdr.de finden Sie rund um die Uhr noch viele interessante Geschichten rund um uns und um die Lokalzeit. Bis morgen.